sind wir in Unterlamm und beim Bürgermeister Robert Hammer. Und der hat tatsächlich mehr Bürgermeisterjahre, als ich überhaupt an Altersjahren habe. Herr Bürgermeister, darf ich dich bitten, dass du deine Gemeinde ein bisschen mal vorstellst? Nach 37 Dienstjahren, ja, ist ja unglaublich. Sehr gerne. Ja, die Gemeinde Unterlamm liegt mitten im steirischen Thermenland und Vulkanland, im Herzen eigentlich, und in der Nähe von der Therme Leupersdorf. Wir haben 1300 Einwohner rund, eine Größe von 16,6 Quadratkilometer, und wir sind einfach eine Wohlfühlgemeinde und haben auch den Slogan Wohnen und Leben wie im Urlaub. Ach schön, das passt. Wir fühlen uns nämlich jetzt schon sehr, sehr wohl. Du, 37 Jahre als Bürgermeister, stimmt das tatsächlich? Das stimmt, ja. Wahnsinn. Es war eine schöne Zeit, zurückblickend jetzt. Es war eigentlich alles zu machen im Ort. Es ist mir nie langweilig geworden, muss ich sagen. Und wir haben wirklich in einem guten Miteinander sehr vieles vorangebracht. Super. Und weil du schon sagst, im guten Miteinander vieles vorangebracht. Das heißt, wir können uns heute dieses, was ihr schon vorangebracht habt, ein bisschen gemeinsam anschauen. Sehr gerne, ja. Ja, was erwartet uns? Was werden wir so grob einmal? Es wird euch wirklich einiges erwarten, angefangen da mitten im Dorfzentrum von der Herzlwiese über den Erlebniskinderspielplatz und vieles mehr. Super, dann schauen wir ein bisschen herum. Schauen wir herum. Ja, wir sind da jetzt, ja, liebe Maria, mitten im Ortszentrum, und es ist, glaube ich, ganz toll, dass uns das seinerzeit gelungen ist, diesen Grund da zu erwerben, wo wir den Erlebniskinderspielplatz da haben anlegen können mit der Funkhardt-Anlage. Eigentlich im Ortszentrum da alles vereint. Genau, wie du schon sagst, Robert, es ist ein tolles Platzl für die Familien, für die Kinder, eigentlich für jedermann zugänglich. Die Gäste freuen sich, wenn sie das nützen dürfen hier. Wir haben eins, also es ist ja wirklich ein besonderes Miteinander mit den Erlebnissen, mit den Kindern, die Eltern-Kind-Gruppe, die Key-Crew. Also man hat da wirklich einen Platz, den was man nutzen kann und ein bisschen verweilen kann. Der Platz ist wirklich was Besonderes, weil wenn man am Nachmittag vorbeikommt, es fühlt sich jeder so richtig wohl. Man kann das beobachten, und da muss man sagen, hat die Gemeinde wirklich ein tolles Platzl geschaffen. Ja, wir werden jetzt eigentlich, Maria, einige Schritte weitergehen zu unserer Herzlwiese, und das ja ein wunderbares Platzl auch ist. Ja, Andi, wir sind jetzt mitten im Zentrum der Gemeinde bei unserer Herzlwiese da, wo wir eigentlich sehr stolz sind. Die Damen, die unentgeltlich den Blumenschmuck im ganzen Ort durchs Jahr hindurch betreuen, aber auch die Vereine sind da präsentiert. Genau, also wir haben viele Vereine, rund 15 insgesamt, und darauf sind wir sehr stolz, weil somit das Vereinsleben auflebt. Und viele Bürgerinnen und Bürger in ihrer Freizeit sehr viel Arbeit investieren. Und das ist wunderschön. Wir haben ja noch viele Besonderheiten in Unterlamm. Also so ist es, Andi, ja. Und ich glaube, wir machen uns jetzt auf den Weg zu unserer Lourdesgrotte, Lourdes in der Steiermark, die besondere Wallfahrerstätte. Wir sind an einem ganz besonderen Ort. Kannst du uns ein bisschen was erzählen dazu? Ja, wir befinden uns da eigentlich bei der Lourdesgrotte. Das ist ein Nachbau der Wallfahrtsstätte von Lourdes, von Frankreich praktisch, und ist im Jahre 2006 auf Initiative von unserem damaligen Pfarrer Franz Brey hier entstanden. Unter Mitwirkung der Gemeinde haben wir sozusagen Lourdes in die Steiermark geholt. Okay, was kannst du unseren Zusehern und uns ein bisschen erklären, was ist die Hintergrundgeschichte dazu? Ja, es kommen natürlich viele Wallfahrer, viele Menschen kommen immer wieder jetzt seither zu dieser Grotte. An jedem 11. des Monats ist ein Wallfahrertag sozusagen. Viele Menschen eigentlich sind auf der Suche, suchen Trost, bekommen hier irgendwo auch Kraft, damit sie wieder gestärkt in den Alltag gehen können.
Das ist schön. Schauen wir nach dieser wunderschönen Grotte gleich einmal zum nächsten Highlight in eurer Gemeinde? Ja, das schließt eigentlich gleich hier an. Oh, okay. Das ist der Bernadette-Rundweg, wo eigentlich dann an 18 Stationen die Erscheinungen von Lourdes dargestellt sind. Es ist ja, glaube ich, was Wunderbares da entstanden seinerzeit, war das ein EU-Projekt im Zuge der Dorfentwicklung Unterlamm. Da haben wir diese Naturdeichanlage mit dem keltischen Baumkreis, wo jeder eigentlich seinen Lebensbaum finden kann, haben wir damals geschaffen. Also das ist sehr empfehlenswert, da kann sich jeder seinen Baum aussuchen und die Geschichte dahinter. Ein gemütlicher Spaziergang für Jung und Alt und wirklich sehr einladend. Ja, und ich glaube, es ist auch ein wichtiger Beitrag für die Natur. Das, was uns ja besonders in unserer Gemeinde ein Anliegen ist, auch mit dem Arbeitskreis Mensch und Natur im Einklang. Ja, dann werden wir, glaube ich, jetzt weiterschauen. Zum Tiererlebnisbauernhof, was ja auch eine tolle Attraktion für Alt und Jung bei uns da in der Gemeinde ist. Ja, Franz, wir dürfen jetzt bei dir da sein, beim Franziskus Tiererlebnisbauernhof. Das ist ja ein wunderbares Eldorado da für Kinder, für Jung und Alt, sage ich einmal. Erzähl uns ein bisschen, was du eigentlich da alles zum Anbieten hast. Ja, wir sind der Franziskus Tierlebensbauernhof. Mit den 28 verschiedenen Tierarten haben wir. Und zwar haben wir aussterbende Rassen, so wie die ungarischen Zackenschafe haben wir. Und dann haben wir halt sämtliche Affenarten haben wir auch von Brasilien. Das sind aber alles Nachzuchten aus Österreich, Deutschland. Das sind keine Importtiere. Dann haben wir auch Eseln, haben wir, was gebracht haben, die Leute, was nicht mehr haben wollen. Dann haben wir noch Kamele, wir haben sämtliche Fischarten, wir haben auch Pfeilgiftfrösche, sehr hochgiftige Frösche sind das. Und wir haben auch die Mini-Pony, wir haben die Alpakas, haben wir zum Wandern gehen, haben wir das. Dann haben wir noch sämtliche Arten von Hühnerrassen, aber da kennt sich mein Sohn leider besser aus als ich. Wir haben auch unseren Kurzi, unseren Basti, unseren Känguru-Baby, was wir haben mit der Hand aufgezogen. Den werden wir nachher vorgestellt. Dann haben wir noch einen Zwergziege, unseren Hansi. Der ist auch handaufgezogen. Wir haben sehr viele handaufgezogene Tiere, die die Leute nicht mehr wollen haben. Das heißt, du ermöglichst vielen Tieren eigentlich genau, das Ableben da, sozusagen. Ja. Aber du tragst da zum Artenschutz für die aussterbenden Rassen sehr viel bei dazu. Genau. Na, super. Ja, Franz, vielen Dank. Und wir sind eigentlich schon sehr gespannt jetzt, was aus dem Basti jetzt, aus dem Känguru, was sie aufgezogen habt per Hand, was draus geworden ist. Da freuen wir uns schon sehr drauf jetzt. Bitte, danke. Ja, Maria, wir sind jetzt da bei der Labestation auf dem Erlebensweg der Sinne, wo es ja viele andere Dinge eigentlich auch zum Sehen gibt. Ja, genau. Unter anderem auch diesen Vogellehrpfad. Ja, die Aussichtswarte muss man schon sehr erwähnen. Ein toller Rundblick über Unterlamm bis zur Riegersburg, ein herrlicher Ausblick. Und auch die Weinstation oder der Weinerlebnisweg, wie man das nennen mag, ist sehr empfehlenswert im schönen Unterlamm. Ja, es ist natürlich auch, ich glaube, das Weingartenressort, wo wir uns da jetzt befinden, das ist ja einer der bestgebuchten Betriebe in unserer Gemeinde. Und es gibt ja eine Besonderheit da, das ist das kleinste Restaurant Österreichs. Ist sicher einmal zum Genießen erwähnenswert. Und jetzt trinken wir. Und, ja, wir trinken dann eins vom Buschenschank. Fein. Buschenschank Kaper, wo wir uns jetzt hin begeben werden. Ja, wir sind jetzt beim Buschenschank Kaper da
Und uns hat jetzt da auch, sie ist zu uns gestoßen, unsere jüngste Gemeinderätin, auf die wir sehr stolz sind. Danke. Ja, nein, es ist eigentlich wichtig, so, dass wir die Jugend im Gemeinderat haben. Die Jugend ist vertreten, wir haben eine Stimme in Unterlamm und das freut mich sehr. Und uns in Unterlamm geht es wirklich gut, uns Jugendlichen. Wir haben ein super Jugendhaus, wir haben einen Billardtisch drin, wir haben eine Küche, wir haben einen riesigen Fernseher. Wir haben keine Erwachsenen, haben wir unsere Ruhe. Was will man mehr als Jugendlicher? Und wir werden gehört, also passt perfekt. Das ist ganz toll. Ich als längstdienender und ältester Bürgermeister der Steiermark hat die jüngste Gemeinderätin. Das war der Ausgleich, das war einfach notwendig. Ja, so passt es. Alt und jung einfach zusammen, das ist immer am besten. Vielen Dank für diese tolle Runde. Wir haben heute wieder einiges gesehen und ich hoffe, dass unsere Zuseherinnen und Zuseher von Panthertam einiges auch mitbekommen haben aus Unterlamm. In dem Sinne, wenn euch dieses Video gefallen hat, kommentiert es, liked es und natürlich folgt unserem Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Video.